Die 9. Triennale Patrick Arz, die ist Geschichte. Aber die Idee, die lebt weiter. Nämlich hier beim Rolfo-Meister und bei der Estro-Meister. Sie sind die Eltern von der Triennale. Das, was aus dem Kurort Patragatz einen Weltkulturort macht. 88 Künstlerinnen und Künstler, 450 Kunstwerke aus 19 verschiedenen Ländern. Das macht eben aus dem Kurort Patragatz einen Weltkulturort, der in dieser Art hundertprozentig einzigartig ist. In ganz Patragatz ist Patragatz spürbar. Und das macht etwas Spezielles in diesen Sommermonaten aus Patragatz. Ich war mit der Esther und Rolf Hohmeister unterwegs. Und sie haben schon bereits neue Ideen. So, jetzt sind wir hier mit dem, weiss nicht, Hohmeister-Mobil sind wir angekommen. Und zwar bei ganz etwas Speziellem. Und einfach die Frage mal an dich zuerst, Rolf, mal ganz, ganz etwas anderes. Ein Arzt, der seiner Frau sagt, jetzt musst du Zigaretten anzünden. Esther ist ein Mensch, der immer glücklich ist und sie macht sich auch glücklich mit der Zigarette, ich ja mit dem Whisky. Und ein Geheimnis im Zusammenleben ist ja auch, dass man einander nicht zu viel reinredet, weil als Arzt habe ich etwas gelernt. Was glücklich macht, ist gesund. Aber ob Whisky oder Zigarette, gibt eine tiefe Stimme, können beide miteinander singen? Es ist richtig, Esther mit einer Zara Leander-Stimme, oder? Wunderschön, tief, alt. Und der Whisky als Lebenswasser macht uns natürlich auch in der Beziehung, wenn wir Gespräche in dieser blauen Stunde zusammen wirklich glücklich. Kannst du die mal so umdrehen, noch ein Stückchen? Und jetzt nimmt mich Wunder, ob die Leute das sehen. Ich bin vorher hergefahren mit dem Rolf und mit der Esther. Haben das gesehen, mit dem Hohmeistermobil? Und jetzt gesagt, wissen, weißt du, wer das ist? Ja, Donnerwetter! Ja, ich habe es nicht genau gesehen, aber jetzt, Esther, wenn du mal so die richtige Pose machst, in der Tat, heute, das ist natürlich eben, das sind die zwei. Das ist Esther, darum eben auch Zigaretten und das da ist der Rolf. He? Und das ist natürlich, wie sind wir jetzt überhaupt auf das gekommen, dass man das gemacht hat? Ist das von einer Foto, oder? Der Künstler ist eigentlich auf uns gekommen, in der Vorbereitung damals für das 2024. Hat er im tiefsten Winter, wo wir unsere Spaziergänge durch Patragatz gemacht haben, von hinten fotografiert, mit Erlaubnis von uns. Und für die Ausstellung bringt er plötzlich zwei Bronzeskulpturen, Esther und Rolf, in Bronze, in Grossfiguren. Ich fühle mich zwar als kleiner Stumpen da, aber es ist gleich eine grosse Ehre und Freude, wenn man darf, neben der Organisation auch noch als Kunst rumstehen. Aber ja, das Gefühl hat es auch gut getroffen, also als kleiner Stumper, wo, wenn du verständigst, dort wärst du etwa gleich gross, he? Gross ist etwas anderes. Doch, ich sage natürlich schon wirklich bewusst gross, oder? Du bist schon am Vorbereiten von der nächsten Triennale, natürlich immer zusammen mit der Resten, mit einem Haufen anderen Leuten. Das war jetzt quasi die Lila-Triennale, die 9., oder? 450 Kunstwerke, 88 Künstlerinnen, Künstler, aber eben allem vor allem natürlich die älteren Hohmeister. Ich muss jetzt einfach sagen, der Rolf hat das Mikrofon und die Esther hat Zigaretten. Darum schon wegtun. Oi, jetzt hast du schon wegtun. Eben, ich glaube, ohne euch als Eltern wäre das hier nie passiert, oder? Ja, wir sind mittlerweile natürlich die Nonna und der Nonno von der Ausstellung. Es ist bereits die dritte Generation intensiv dran. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir wenigstens die Knochenarbeit dürfen abgeben, emotionale Arbeit, Kontakt, Promotion, das werden wir sicher noch weiterhelfen. Möglich einmal ein bisschen näher zur Esther durchstehen, eben von der Produktionsbedingung. Wir haben noch gerade ein Mikrofon. Esther, den Kühlschrank hast du noch? Natürlich, den habe ich noch und der wird auch immer bleiben. Mit der Zedali? Mit der Zedali für alles, nicht nur für Triennale, auch wenn der Rolf eine Flasche Whisky braucht, steht auf dem Kühlschrank. Aber ganz ehrlich, gell? Vom Aufbau bis zum Abbau sind unglaublich viele kleine Sächen und sind wir ehrlich, ohne euch würde es nicht laufen. Dann wäre es dann dunkelschwarz, nicht lila. Ja, es ist richtig. Also wir haben das Gefühl, vielleicht liegt es auch in unserem fortgeschrittenen Alter, dass das Jahr einfach intensiv war. Einfach Termin, 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 Termin. Es ist ja schön, wenn uns alle Grüezi sagen, wenn sich alle bedanken wollen. Aber es war sehr streng. Aber uns geht es nach wie vor sehr gut. Ich muss vielleicht auch dazu noch sagen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist jetzt der erste Tag Winterzeit. In 3 Tagen ist es fertig, gell? Und dann schaufen wir auf oder geht es dann weiter? Ja, vielleicht schnaufen wir auf, eben, was heisst Termin
einhalten. Aber es geht weiter. Wir haben bereits heute schon einen Stapel Bewerbungen für 27 und Anfragen. Und es läuft bereits jetzt schon. Du, Rolf, die Frau macht mit, he? Obwohl er fast, ursprünglich mal fast trotz Arztgehalt hätte das Haus pfänden oder es gemacht hat. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass Esther seit 56 Jahren mit mir ist. Sie ist nicht hinter mir, nicht neben mir, sondern mit mir. Und das ist sehr wichtig. Und wir sind ein unglaublich gutes Team. Ich bin ja, wie du weißt, eher der Wolkengänger. Und Esther lebt auf dem Boden. Und damit finden wir dann auch eine gute Mitte. Aber als Venenspezialist war die Durchblutung manchmal auch ein bisschen schlecht. Das ist ein Kollege nebenzu. Ich bin der für die Knochen zuständig. Oder? Aber Kulturarbeit ist auch Knochenarbeit. Eben, es ist schon also mal eine Weile lang ist es auf Messerschneiden gewesen. Ob wir es überhaupt machen können, ob wir das überhaupt auch leisten, ob es überhaupt geht. Ja, auf Messerschneiden war es eigentlich nur während Corona. Oder? Mhm. Das war 21 im Frühling, war noch zu, Maskenpflicht und so weiter. Aber wir haben es durchgezogen, weil wir daran geglaubt haben. Unter anderem, der Schweizer Satz ist ja, es kommt schon gut. Und ein englischer Künstler hat dann für uns, everything is going to be all right. Aha. Es kommt schon gut. Das ist Martin Kreid, der heute noch eine Lichtskulptur auf dem Quellenhof oben hat. Dann ihr immer das Licht gesehen, gell? Es hat ja so wir haben das Licht gesehen, ja. Wir haben daran geglaubt. Und ich komme jetzt mit den K-Werten, die es gibt in der griechischen Kultur. Das Erste brauchst du Kraft, um die Zukunft überhaupt zu machen. Das Zweite ist Kreativität. Kreativ, du musst den Mut haben, das weiterzumachen. Eben, da haben wir Hypothek aufs Haus aufgenommen, damit wir das machen können. Ein dritter Punkt ist sicher die Kommunikation. Wir müssen miteinander reden, wir dürfen auch einander anschweigen. Aber diskutieren heisst zulassen und dann entsteht etwas. Ein vierter Punkt in einem K ist die Kunst als Instrument. Das Instrument Kunst ist eigentlich der höchste Wert, Kultur möglich zu machen. Und ein anderer Wert, den man natürlich braucht, ist am Schluss die Kohle. Die Kohle ist das, was wir zusammenkratzen müssen, um die anderen Ks möglich zu machen. Kohle wollen wir auch mit ein bisschen einheizen oder Politik einheizen, was die Kultur für einen Mehrwert ist. Oder? Also jetzt einfach auf meiner Wahrnehmung her, Pater Gatz ist klar, ist bekannt, aber es hat auch gleich ein bisschen Strahlkraft verloren und ist eigentlich dann mit der ersten Triennale wieder ein kleines bisschen wiedergeboren worden, oder? Das war eigentlich der Ur-Ur-Grund für uns. Überall in der Region und vor allem auch in Ragaz sind ja gewisse Dinge, Qualitäten eigentlich Bach abgegangen, mindestens abwärts. Und die Region hat sicher auch in der Kultur geschlafen. Und wir haben wie eine Protestaktion eigentlich wollen den Menschen ein Geschenk machen. Ein Geschenk, wo jeder teilnehmen kann, ohne Tür, ohne Schwelle und ohne Eintritt. Man muss nur wählen, man muss einen Standpunkt einnehmen, weil die Chance ist da. Und habe ich manchmal gehört, also von Leuten, die vorher zu Pater Gatz waren, sehr bekannt und so, es ist wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Ich laufe jetzt gleich einmal hier rundherum, steht doch einmal für eure Skulpturen her, damit man das also mal von vorne gesagt hat. Gell, der Rolf von hinten ist ja doch ein bisschen breit. He? Ist das der Mann, den du kennengelernt hast vor 56 Jahren? Sie sagt, das war noch breiter gewesen, ja. Also das war noch breiter gewesen. Ja, das war definitiv noch breiter gewesen. Aber eine Ausstellung tut seinen Körperumfang immer ein bisschen reduzieren. Du hast aber auch breite Schultern, gell? Ja, die brauche ich. Die brauche ich. Unglaublich Nerven mit dem Musiker und mit dem Arzt oder was ist das sonst noch alles Mögliche? Ja, wir machen Musik miteinander und als Arzt ist er auch Ü80 immer noch tätig, hat immer noch seine Patientenstunden. Und ja, aber uns geht es gut. Und wir wechseln auch nicht mehr wechseln und denken auch nicht mehr darüber nach. Ich finde das toll. Und dann fahren wir noch weiter da mit eurem O-Meistermobil. Gehen wir noch in den Giesenpark raus, sehr oder? Gerne gehen wir ja. Noch ans Wasser unter die schönen Bäume. Gut. Weil der Rilke hat ja in einer ganz wunderbaren Satz geschrieben: Es war ein grosser Sommer.
Für uns war es ja ein grossartiger Sommer, 2024, was wir den Menschen dürfen für ein Geschenk machen. Es waren Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende da und haben das Geschenk von der Kunst und Kultur genossen. Du bist eigentlich schon durch und durch ein kultureller Mensch irgendwie. He? Wie bist du überhaupt auf Arzt gekommen? Hast du dich nach einer Arbeit angetan? Ich glaube, das war eine Fügung. Eigentlich wollte ich auch Künstler werden. Aber da, wo ich definitiv in dieser Sekunde in meinem jungen Leben haben musste, schreiben, Berufswahl, hat irgendjemand meine Hand geführt und ich habe geschrieben, Arzt. Helfen als Arzt und helfen jetzt eben auch als Künstler, auch ein bisschen als Motivator für Politik. Also, ich denke, als Arzt muss man Menschenfischer sein. Und die grösste Kunst für mich ist, Dinge zusammenzubringen. Ob das jetzt im Beruf als Arzt ist, ob in der Partnerschaft, in der Familie, ob in der Gemeinde, in der Region. Dinge zusammenzubringen, das ist unsere Aufgabe. Eben, das haben wir nicht mehr von euch geredet, von der Route, vom Kühlschrank, von diesen Zettel, von eurem Engagement. Aber haben die Familie natürlich auch mitgenommen, gell? Also, eure Kinder und auch Schwiegersöhne usw. haben natürlich auch fleissig mitgemacht. Das ist wunderbar. Du sagst das Wort Familie. Mittlerweile sind wir eigentlich eine Bande oder gar eine Gang, die sehr engagiert ist. Also Kunstgang in diesem Fall? Kunstgang. Family Gang. Aha, oder? Aber ihr lernt Badergarz ab dem 10. Die 10. ist in Vorbereitung, es ist das Jubiläum. Und eines meiner grössten Gefühle ist, Freunde einladen für Freunde und ehemalige Künstler, die uns auch Geschenke gemacht haben hier im Badregatz. Und es wird sicher eine sensationelle Jubiläumsausstellung. Also Freude haben, Freunde finden? Die haben wir. Wir haben sehr viele Freunde und Freunde, die wir auch machen. Jetzt haben wir hier einen Halt gemacht, oder aus einem bestimmten Grund? Ah, der Halt ist hier auf dem Weg am Giessensee entlang wieder zurück ins Dorf, weil wir ein wichtiger Künstler aus der Romandie dürfen hier bei uns haben. Es ist der Etienne Kehrenbühl, der in Yverdon arbeitet und in Romain Mottier. Und die Skulptur heisst Embrasser, umarmen. Okay. Und wenn man die Skulptur richtig umarmt, dann klingt sie. Und sie bringt wunderbar harmonische Töne in den Wald. Und das wird uns jetzt zeigen, wie die Skulptur erklingt, wenn man sie richtig umarmt. Unglaublich, gell? Ich denke, also, da entsteht jetzt das Gefühl, was Embrasser heisst. Nimm mit den Armen. Das ist vor 56 Jahren. Ich nicht gedacht, dass Tester mal so tönen könnte. Da habe ich noch rote Ohren bekommen. Echt? Vor 56 Jahren. Aha. Ja, dann halt. Esther, was ist das so ein Gefühl? Also, weißt, wenn man so das umarmt, ist auch für dich etwas Spezielles. Es ist, auch wenn es Metall ist, es ist gar nicht kalt in den Armen. Es macht warm. Und wenn dann der Ton rauskommt, ist man wirklich irgendwo in einer anderen Welt daheim. Und es ist unglaublich, gell? Also auch die Machart mit diesen XX-Nylonfedern und die schweren Metallstücke, die daran hängen. Also, ja. Auf Ideen musst du wirklich kommen, gell? Ist ja, auf die Ideen musst du kommen, ja. Aber er ist ja so ein Klangkörper-Künstler. Auch die dort hinten, auch die macht Musik nicht gar so harmonisch wie sie. Und alle Leute, die ist wahrscheinlich schon 100'000 Mal umarmt worden. Und in diesen 6 Monaten. Jetzt sollte der Rolf auch wissen. Und eine Umarmung geht lang. Ja. Es wirkt lang. Es ist ja so wie im Leben. Sie hält nach, ja. Meinst du, ich höre das jetzt falsch? Aber das Gefühl, es sei ein bisschen tiefer tönt, als der Rolf umarmt hat. Hebe es mal schnell her, das Mikrofon. Hebe Rolf, hat es ein bisschen tiefer tönt? Nein, es ist... Ich habe ein bisschen die längeren Arme und dann kann ich die tieferen Töne anspicken. Also gleich, ja. Unglaublich. Und was ist denn dort drin? Das ist die Tonleiter, die er gebaut hat. Wenn man die
Töne in der richtigen Reihenfolge angekickt, ja, dann entstehen 3 Tonleitern bis nach oben. Echt? Oder? Kunst ist, Tester macht es jetzt einmal. Wir müssen das Mikrofon noch ein bisschen näher her, damit wir das hören. Dann entsteht der Ton, wenn der Ton abwärts läuft. Das ist eine richtige Welle, die es gibt. Gell? Ja. Der Name von der Skulptur ist auch Londe. Ah, die okay. Welle, ja. Ja. Weißt du, so als Musiker, du spielst sehr gut Klavier, bist ja eben wirklich ein Musikhaus. Das ist jetzt auch rein, nebst der Kunst, auch Kunst handwerklich. Das ist auch ein bisschen fast philosophische Musik. Ja. Ja. Weil das ist eine Installation, die im romanischen Kloster, ja, in Romamottier entstanden ist. Ja. Die war dort im Klosterhof und hat eigentlich auch Gottesdienst begleitet. Mhm. Und weißt du, Kunst handwerklich, ich habe das Gefühl, das ist ja gleich irgendwie. Ja, da musst du ja immer wieder etwas verändern, hören, machen, tun. Also die Stahlträger, ja, haben ja alle entsprechend verschiedene Grössen. Ja. Sonst entsteht ja kein, genau, Ton eben, und eben vor allem keine Tonfolge. Ja, ja, ja. Und die Titanfäden, die es dranhängen, das ist ein Metall, das nicht stört. Aha. Wie ein anderes Metall, wenn man hier Aluminium hat, ja, dann wird der Ton nicht mehr stimmen. Ja, ja, ja. Hey, schau mal, jetzt kommt es unten an. Und wenn du denkst, das jetzt mit ihren wunderschönen Haaren, gell, das ist natürlich auch etwas Schönes, wenn man da spazieren geht. Das ist jetzt vorbei, man muss sich jetzt freuen auf die nächste Triennale, oder auf die 10. Wann ist denn die eigentlich? Die 10. Triennale wird am 1. Mai 2027 eröffnet werden. Das ist immer das Wochenende vor Auffahrt. Und dann gibt es immer natürlich auch dementsprechend Besucherinnen und Besucher. Mario, komm mal daher! Wir haben hier noch irgendwie den Flumser Berg, wo spazieren geht. Mario, komm mal, wir hätten hier noch etwas, eine Frage. Aber primär ist er ein Ragazzer. Ist klar. Aber jetzt ist ein Flumser Berg. Ich weiss nicht, komm, wir können mal schauen. Das ist ja nicht zum Glauben. Also, Mario Business war damals Schreiber, jetzt ist der CEO im Flumser Berg, oder? Zwei CEO treffen sich hier zu Bad Ragaz, oder? Und ja, du, Mario, gehen wir etwa mal ein bisschen hier spazieren? Morgen miteinander. Ist das etwas Spezielles jetzt? Guten Morgen. Nicht abgemacht gewesen, ja. Aber ist das etwas Spezielles, was, wenn jetzt die Triennale ist, wenn man als Ragaz in den Giesenpark geht? Also es ist etwas Spezielles, alle 3 Jahre ist etwas Spezielles und was die Familie Hohmeister geleistet hat, ein Haufen haben sie angefangen gemerkt, aber noch nicht alle. Also das von meinem Lebenswerk darf man da reden und ich möchte euch auch jetzt noch gratulieren für alles, was ihr für das Dorf und für die vielen Gäste, die ja gratis können da sein, können von dieser Kunst auch etwas mit heimnehmen. Siehst du? Rolf, das ist das, was wir gesagt haben. Das sagt ein Gemeinderat Schreiber, der vielleicht eben gescheiter Politiker gewesen wäre, um eben das noch ein bisschen zum Trägen bringen. Er war diplomatisch gewesen. Das ist für Mario nicht immer so, sondern selten. Er hat gesagt, ein Haufen haben sie anfangs gemerkt, aber nicht alle. Gell? Also, gell, auch für Politik, vor allem für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen, so Kultur ist eben mehr, als dass es nur einfach kostet. Also wir sind mit der Geschäftsleitung, haben wir ja da eine Führung gehabt. Und mit einer Führerin, die ich das Gefühl hatte, die hat sich mit dem befasst, was sehr interessant war und auch Geschichten hinter der Kunst uns erklärt hat. Und ich bin jetzt wirklich nicht sehr Kunstkenner. Aber wie uns das erklärt worden ist, muss ich sagen, die Familie Hohmeister, die das ausgelesen hat, die Künstler, die haben für jeden eine Geschichte parat, die wir jetzt auch hier sehen. Super, he? Ein grösstes Lob kann es gar nicht geben. Also wir haben jetzt den Inhalt eigentlich von dem gehört, wo unsere Intention ist, unser Traum. Nicht nur Freude machen, sondern wirklich einen Inhalt vermitteln als Geschenk an die Menschen, die da sind, die da leben. Uns ist nicht egal, wo wir leben, sondern wir machen, wie wir leben. Lebensqualität ist auch eine der höchsten Kulturen. Und ja, dann umgekehrt, diplomatisch gesagt,
Wir erleben ja natürlich auch hier im Bad Ragaz unendlich viel Dankbarkeit. Aber es ist ein bisschen biblisch auch. Sie säen nicht und ernten doch. Und den Rest müssen wir noch fangen. Ja, nun, dann sind wir jetzt einfach da mal der Prophet im eigenen Land. Oder? Sehr gern, weil irgendeiner muss ja vorne stehen, genau. Wie der Mario Bislin. Muss auch anstehen für sein Unternehmen. Einer muss vorne stehen. Und mit seinem Blick jetzt vom Flunserberg ab auf Bad Ragaz, da läuft etwas dann. Geht es um ein paar Ecken da, oder? Also, da müssen wir einfach ehrlich sein. Während des Hohmeisters nicht war, ist Bad Ragaz nicht ein Kulturort. Sondern es ist halt vielleicht ein bisschen der alte Kurort von früher. Und das hat uns auch den Horizont geöffnet. Nicht nur mir, sondern ich glaube, sehr vielen Leuten. Entscheidend glaube ich einfach, und das gehört dazu zum ganzen Leben, Wertschätzung gegenüber denen, die so viel gemacht haben, so viel geleistet haben. Da darf man, glaube ich, auch in Bad Ragaz noch viel grosszügiger sein, wie was man es heute im Moment erlebt. Ja, jetzt sind wir hier bei dem Chines, gell? Jawohl, der Liu Ruo Wang. Und der Rolf, der weiss immer eine Geschichte dazu, nicht? Also wie ihr alle seht, das ist ein Pinocchio aus Vollbronze, 6,50 Meter hoch. Und wenn die Geschichte von Pinocchio bekannt ist, wissen wir, wenn er lügt, wird die Nase immer länger. Und er hat bereits eine sehr lange Nase. Und die Nase ist deshalb so lang, weil er die Menschen, die er rund um sich versammelt hat, an diesen zwei ausgestreckten Armen, wie ein Federli um sich herum führt. Der chinesische Künstler aus Peking hat eine Installation geschaffen, wo ein Pinocchio zeigt, wie ein Manipulator oder ein Diktator. Der Diktator, sei er in Russland oder in China, zeigt ja den eigenen Menschen den Weg, den er bestimmt. Freiheit zwischen diesen Menschen ist nicht möglich über das Symbol von dem Pinocchio. Und darum wird der chinesische Pinocchio oder auch der russische immer eine längere Nase bekommen. Die Menschen, 36, in der Zahl, die hier rundherum laufen, sind alle auch aus Vollbronze. Und jeder Mensch tut eine eigene Kultur in dem Land China darstellen. Für uns ganz ein wichtiges symbolisches Werk für das, was auf der Welt uns oder jetzt abläuft oder uns hoffentlich nicht erwartet. Und für euch natürlich auch eine Herausforderung, um das überhaupt zu kriegen und aufzustellen, oder? Also ich denke, in diesem Jahr wäre das nicht mehr möglich gewesen. Wir haben vor Jahren in Hamburg, wo der Künstler ausgestellt hat, mit dem chinesischen Kulturattaché aus Berlin, haben wir können einen Zwischenvertrag machen mit dem, also mit der Nordart, mit dieser grossen Ausstellung, dass wir das überkönnen. Eben, jetzt neben der Kunst natürlich eben auch, geht es natürlich auch ein Slapdick bezüglich Finanzen. Das kostet ja alles, das Aufstellen natürlich, oder? Hast du da Zahlen, oder? Weißt du, wie viele also, Besucherinnen und Besucher sind da gewesen? Was kostet so das Aufstellen und so weiter? Also aufgestellt, wie du am Anfang schon gesagt hast, sind 450 Werke. Von 88 Künstlerinnen und Künstlern. Wenn man ein Kilo redet, sind es 2400 Tonnen Kunst und Fundament, wo wir aus der ganzen Welt nach Bad Ragaz karren. Die Menschen hier, die sind alle in Holzkisten verpackt und sind insgesamt mit vier Camions von Hamburg hierher gefahren worden. Wenn man von Zahlen redet, alles, was gut ist, kostet auch. Und Transport und Bau allein kostet 1,4 Millionen. Dann kommt noch die Versicherung dazu. Es sind rund 28 Millionen Franken versichert an Kunst. Das kostet 150'000 Franken Versicherung. Wir sind aber sehr dankbar, dass wir die Versicherung nicht gebraucht haben, weil wir keine
Störungen, Zerstörungen, sogenannten Vandalismus gehabt. Dankbarkeit in der Region und zum Teil, nicht überall, aber die Region, überhaupt wir alle müssen das auch ein bisschen lernen, oder was das bedeutet für die Region, insbesondere auch für Bad Ragaz, der Mario Bisli hat das ja ausgedrückt. Und dann natürlich aber viel Dankbarkeit aus Gästen aus aller Welt, oder? Das muss man schon sagen. Es muss so sein aus aller Welt, weil es ist sonst unmöglich, dass man zwischen 650'000 bis 1 Million Menschen während 5,5 Monate in Bad Ragaz hat. Also wenn man jetzt in Zahlen redet, es gibt auch eine Wertschöpfungsstudie von der Hochschule in Chur, wo zum Beispiel für das 18. 8,4 Millionen Wertschöpfung für Bad Ragaz errechnet hat. Das sind Restaurant, Hotelübernachtungen, Postauto, Bahnankünfte und so weiter. Selbst Migros und Coop verkaufen 3 bis 4 Mal mehr in diesem Jahr. Super, also mit Antwort, wir können uns wirklich freuen, eigentlich, oder? Auf 2027. Für uns ist es eine grosse Freude, dass wir das Geschenk wieder möglich machen können. Und darum, wir brauchen alle, wir brauchen jeden, wir brauchen nicht nur Geld, sondern wir brauchen Menschen, die mitmachen. Eben, und besser keine lange Nase, aber vielleicht eben grosse Schuhe, oder? Das ist dann wichtig. Die Standfestigkeit von euch ist wichtig, oder? Auf die lange Nase, auf die lügige Bilde, die es da überall gibt, auf da. Könnte man eigentlich dann wirklich verzichten, oder nehme ich an? Wir sind froh, dass wir, wenn wir das machen, eigentlich mit den 100 Füßen, die wir haben, und 100 Beinen, die man haben, um das zu überleben, dass wir eben Menschen haben, die mithelfen, uns das möglich zu machen. Wenn du das also so anschaust, so, du hast eben ja, Kunst kennen, so, ja, da steckt Kürearbeit dahinter, gell? Auch ein Ukürs können, aber wie das alles so gemacht ist, ist ja unglaublich, oder? Wenn man die Details anschaut, wie das alles eben in Bronze gegossen ist, das ist ja unglaublich. Das ist fast ein Lebenswerk für so einen Künstler, oder? Also für ihn ist das sicher ein Lebenswerk, für den Ruo Wang Liu. Und wenn man das die Menschen anschaut, warum ist das Kunst? Das ist nicht nur Handwerk, sondern er bringt ja auch seine eigene Persönlichkeit rein. Und vor allem bringt er etwas rein, was er nicht gegeben hat. Kunst ist ja eine Mischung zwischen Handwerk, Originalität und Authentizität. Und wenn die drei Dinge zusammenpassen, wenn die zusammenkommen, dann ist es vermutlich Kunst. Und der da, Tester, jetzt die Hand drauf, Leid. Also, der haben wir kennengelernt, he? Jawohl. Wir haben zwei grosse Gruppen aus China zu Besuch gehabt. Und unter anderem ist ein Kollege von dem Künstler ist Fotograf, selber Künstler malend und bildhauend und gleichzeitig der Herausgeber vom grössten Kunstmagazin in China. Das heisst mit anderen Worten, die sind da wirklich also, so. Das sind einfach nur Gesichter. So. Nein, das sind keine Fantasiefiguren. Das sind alles Menschen, die er wirklich als Modell genommen hat. Unglaublich. Ja, es ist ganz unglaublich. Und es war schön, als wir ihn hier nebenzu auf einem Foto gesehen haben. Also nein, wir haben ihn berührt sogar. Ist er auch ein bisschen berührt, als er das gesehen hat? Ich denke es schon. Mal, er war sowieso ganz ein angenehmer, ein witziger gewesen. So viel wir verstanden haben, die Chinesen können ja nicht wirklich Englisch, aber wir haben uns mit den Augen gut verstanden. Also er macht das so einen humanistischen Eindruck. Ja, so, er ist auch sehr. Also ein Streberschüler, so, weißt du? Und schön. Könnte schon gewesen sein. Ja, er hat sie auch weit im Leben gebracht. Also muss eben mit seinem grössten Magazin, das er hier hat, und Maler und Bildhauer ist. Okay. Also das ist unglaublich, mit welchen Leuten, dass man dann doch weltweit in Kontakt kommt, als Vater geht. Also das Jahr, finde ich, ist es glaub, einfach außerordentlich spannend gewesen, während wir alles haben dürfen treffen. Was hast du so für spezielle Begegnungen gehabt? Ja, es war gerade die letzte Woche an der Biennale in Venedig. Läuft der Markus Lüpertz, der ist ein ganz berühmter deutscher Künstler. Er läuft uns über den Weg. Wir haben ihn natürlich beim Glas getroffen und haben uns kurz mit ihm unterhalten. Und er ist sehr distanziert, also er tut Menschen meiden, aber er hat sich dann doch 5 Minuten Zeit für uns genommen. Meinst du, sollen wir noch
zu dieser Glasfigur fahren das mit dem Rolf? Genau der Lapp, das ist genau der Markus Lüpertz. Eben genau, den, wir getroffen haben. Dann würde ja. Der Rolf fahren, wir steigen hinein. Gut, danke. Ja, jetzt sind wir da. He? Kommen wir jetzt aufs Dessert. Und das Dessert, das wir euch jetzt zeigen, ist ein ziemlicher Rekord. Markus Lüpertz, eine grosse Grösse von der deutschen Bildhauerei, hat aus Glas gegossen die wohl grösste Glaskulptur der Welt herstellen lassen, in einem Guss. Und der Titel von dieser Skulptur hat er gegeben, David besiegt Goliath. Und man sieht unschwer, dass der David natürlich gelitten hat in dem Kampf, weil er hat in dem Kampf den linken Arm verloren. Und das ist auch Symbol, wo Markus Lüpertz als sehr grossartiger Bildhauer in seine Werke reinbringt, eine Form von Verletzlichkeit. Ein Guss Glas ist praktisch unmöglich, wenn man nicht eine Abkühlung machen lässt. Das Stück Glas ist während 6 Monate nach dem Guss langsam abgekühlt, damit, wenn die Skulptur entsteht, kein Sprung entsteht. Das Aufstellen ist für uns und für die ganze Truppe eine riesige Herausforderung. Das Fundament musste eingepasst werden in die schweren Füße, eben über 700 Kilo schwer. Wie das, dem muss so eingepasst werden. Und es ist weder geleimt noch geschraubt. Er steht auf seinen grossen Füßen. Und für uns ein bisschen für die Zukunft ein wichtiges Signal. Wenn man will, kann man auch. Und wir danken hier auch Markus Lüpertz als Künstler, dass wir so eine Weltsensation dürfen in Bad Ragazza. Ich war letztens in Florenz und wenn man dort den David möchte anschauen überhaupt, generell, da muss man anstehen, da muss man zahlen. Es ist gar nicht einfach, gell, überhaupt dort dazuzukommen. Und da läuft man einfach durch, irgendwie durch Kunstwerke, wo man sonst weiss, wie weit weg muss die suchen und vielleicht nicht einmal die Gelegenheit hat, um die überhaupt anzuschauen. Das ist ja vielleicht der Inhalt von der Bad Ragaz, dass es keine Schwelle gibt, keine Türe gibt und vor allem keinen Eintritt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Jeder soll die Chance und die Möglichkeit haben, seine eigene Kultur mit der Kunst zu erleben. Esther, was ist so dein grösster Wunsch jetzt für die 10. Triennale? Oder, du bist natürlich auch schon dran, gell? Ja, wir sind an allen Ecken und Enden sind wir dran mit der unserer Jubiläumsausstellung. Ja, ich denke, wie es alle würden sagen, wir hoffen, dass wir noch können, wir hoffen, dass wir noch mögen. Mit unseren Jahrgängen ist das nicht selbstverständlich. Und wir würden das aber mit viel Freude und Enthusiasmus einfach weiter gerne machen. Ist natürlich eine ungeheure Leistung. Das befruchtet auch so eine Gemeinschaft, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Also, es befruchtet also unsere Familie natürlich, unsere Gang, wie der Rolf sagt. Die sind alle auch offen und schon wieder dabei und am Denken. Und es wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil eben die dritte Generation hat jetzt noch etwas Technik anbelangt, andere Möglichkeiten, anders wissen, anders können. Und da müssen wir dann einfach so schön brav zulassen und sagen, ja, machen. KI ist auch ein Thema bei euch, Rolf. Also KI haben wir ein Symposium gemacht, Künstliche Intelligenz und Kunst. Und da sind wir sehr stolz gewesen, dass der Schweizer, der mal die Nase geleitet hat, dass er uns erklärt hat, was technisch überhaupt KI ist. Und wir haben dann nachher über Künstler gelernt, die angefangen haben, über digital, über 3D, die künstliche Intelligenz zu fragen, was der Inhalt überhaupt ist. Und ich habe eines gelernt, auch hinter KI steht immer ein Mensch oder Hunderte von Menschen. Und das Instrument KI wird vielleicht emotional mal
Nein, ich kann es gar nicht sagen, meine Beziehung zum KI. Wahrscheinlich nicht unbedingt nur positiv, oder? Nein. Ja, genau. Weil wir haben den Pinocchio gesehen, ja, und die Manipulationsmöglichkeit. Ja. Und darum habe ich eine sehr geteilte Beziehung zum KI. Braucht aber begeisterte Kunst. Wir sehen im Hintergrund, ganz viele Leute bleiben stehen. Gell? Nicht nur wegen uns, wegen dem Mikrofon, wegen der Kunst. Also man sieht schon wirklich Menschen aus aller Herren Länder. Wir haben jetzt ganz einen gewöhnlichen Sonntag, der erste, vom Winter Anfang. Und gell, es ist unglaublich, der Park ist eigentlich voll. Das war vorher manchmal nicht so gewesen. Nein, er ist wirklich voll. Und da hat das Wetter überhaupt gar keine Rolle gespielt. Die Leute sind gekommen mit Regenschirm, haben durchgehebt und haben es genossen, haben immer noch gelächelt und sind uns auch sehr dankbar begegnet. Also wunderschön haben wir es wirklich mit unseren ganz, ganz vielen Menschen, wie du sagst, aus allen Herren Ländern, die hierher gekommen sind. In dem Fall können wir sagen, danke vielmals. Eigentlich schade, gell, Rolf Ester, dass ihr ja nie in die Politik gegangen seid. Ja, ich muss mir jetzt gerade überlegen, ich glaube, ich wäre spontan für die Politik, ich wäre auch zu offen für die Politik, ich wäre zu emotional für die Politik, weil wenn man zu geradlinig, zu ehrlich, zu wenig diplomatisch ist, dann hat man mehr wie Fettnäpfli vermutlich. Man wird vielleicht sogar verletzt dabei. Wir bleiben bei unserer Kunst, wir bleiben bei unserer Kultur und arbeiten weiter, möglich zu machen, was möglich ist.